Wir machen jetzt die nächste Flugabwehranlage klar und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Für sowas zahlen wir nein, nicht genug. Bitte! Ganz bestimmt. Es sind Verräter. Alles, was ihnen nein, hier zustimmt, haben sie sich selbst zuzuschreiben. Selbst zuzuschreiben. Na dann. Immer mit der Ruhe. Geduld wäre nicht verkehrt. Gracias, mi socio. De nada. Warum sind hier Zivilisten mit unterwegs? Tag auch. Hi. Hey. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das Ding ist hinter uns. Delta. Macht er denn? Macht er das nochmal? Ich glaube nicht. Was wird denn hier gezüchtet? Mittagessen. Immer diese gleiche Aufbau. Oh. KWs und Werbetafeln zerstören. Welches denn? Ich hab ja gar keine Waffe in der Hand. Und der Heli her, auf einmal steht ein Heli. Nicht, dass die sich den jetzt schnappen. Eine Mine fallen lassen? Na, oh, fährt denn der weg? Oh. Hier ist das gute Stück. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Gracias. Probleme beim Pentagramm. Das machen wir gleich als nächstes. Ich hoffe, es läuft einfach weg. Auf der rechten Seite ist es dann. Ah.
das denn? Ist schon verschwunden. Ah. Ich habe keine Spur hinterlassen, das ist echt schade. Gift durch. Voilà. Moment. Jetzt kommt mir sehr bekannt für das Gefühl. Auf den ersten Blick. Aber auch nur auf den ersten. Wie er da hängen geblieben ist. Komisch, der macht immer noch Fluggeräusche. Abholteam, Vorsicht! Die Lieferung scheint auf einem Gebäude gelandet zu sein. Entschuldigt. Come on, yo. Roger, wir finden auf einem Sie. Gebäude, 5 Minuten Zeit. Das übernehme ich gern. Doch unten einen Weg lang. Naja. Gucken, ob wir hier gut rauskommen. Gerade bin ich sehr skeptisch. Pferdeübergabestelle. Macht der Schläfchen da? Das waren wir aber nicht. Ich merke schon vorher dort. Keine Ahnung, was hier hinter den Kuppeln liegt, aber ich war ja mit Volldampf. Boah, Volldampf durch. Ah! Das hier hat ein schönes Ende genommen. Als wir das letzte Mal hier waren. Nein, jetzt nicht auf die Seite legen. Oh, das ging zum Glück daneben. Wilde Fahrt. Wer hat denn die Zäune da auf dem mit. Wer hat die denn da mit hochgestellt auf einen Betonsockel? Sockel. Kann man ja gar nicht umfahren, wenn die da oben stehen. Weg mit dem Kreisverkehrsschild. Wir verteilen dich gerne. Du entkommst mir nicht! Das bringt doch nichts. Komm raus! Gergonio. Jawoll! Das ist ein Riesenfang. Ich hoffe, Clara ist stolz auf mich. Schöner Kreisverkehr.
Hab ich schon einen Zettel gesehen? Nach gründlicher Untersuchung der Schwächen in unserer Versorgungskette sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es etwa 1 Kilometer entfernt von hier, was denn jetzt schon wieder, eine Schwachstelle gibt. Würde die Guerilla einen Hinterhalt an diesem Ort planen, könnte das schwerwiegende Folgen haben. Oh, FND-Einsatzleitung, FND-Lagebericht, Risiko, Hinterhalt. Hinterhalt, Hinterhalt, Hinterhalt. Wir hätten es mal genauer beschreiben können, damit wir wissen, wo wir hinterhalten müssen. Aha. Geradeaus, rechts und dann irgendwie links. Leuchtturm. Da wurden wir bei einem gefangen genommen und dann wurden Zähne gezogen. Leuchttürme stehen ja auch für Tornados. Das ist der Hinterhalt. Ich will jetzt erstmal die Flugabwehranlage machen. Die Karre ist einfach cool, weil so extrem stark. Niemand da, könnte man meinen. Hier ist ja wirklich niemand da. Damit kann Juan Supremus herstellen. Schön. Y. Hatten wir schon Hotel oder Golf? Tango? Jetzt machen wir die Abfangmission zu unserer hinteren. Also wieder zurück. Hinterhalt. Hinterhalt, Hinterhalt. Name Kasua, oh, die blöden Viecher. Die hacken auf einen ein. Gehen einfach mal den offiziellen Weg. Okay, die Guerilla braucht Hilfe. Oh, hä? Wieso sehen wir denn das durch die Wand? Kommt uns bekannt vor. Ich seh. Hier ist aber noch jemand. Habt ihr das nicht gehört? Das Funkgerät? Erledigt.
auch noch nicht alle erledigt. Helikopter, Feuerwerk! Puh. Oh! Zum Glück immer einen Fallschirm zur Hand. Fangmission und eine Geschichte, die ist da unten. Die Abfangmission muss uns aber erstmal mitgeteilt werden. Und der Schatzsuche hier unten und die Geschichte fehlt uns. Ups, wie der Baum einfach seine Farbe verliert. Er ist zu eng, der Kreisverkehr. Schikane. Argent, der Aussichtspunkt. Hat sich eingesperrt. Schließ nicht von dir andere. Möhrchen. Oh, was ist das denn? Ich dachte erst, das wäre ein Rücken von einem Hummer. Kein Reinkommen. Schöne Brücke. Das schauen wir uns mal an. Neues Vor. Dani geht gut die Treppen hoch. Viele Wachen sind hier aber nicht. Scheiße, die meinen es ernst. Freut sich mal wieder wer.
Ja, fast genauso. Und dass mal keine Tabakpflanzen sind. Okay. Hast gar nichts mitbekommen, oder? Menschen sind nicht zum Fliegen gemacht. Das stimmt wohl. Musst du jetzt erstmal hoch? Haha. Ich sehe dich, Scharfschütze. Das ist ja ein Quatsch. Das ist das grüne Licht. Klingt so, als wäre es hier auf dieser Höhe. Klopapier. Diese Figuren wieder. Na gut. Dann ist ja nicht wirklich ein Alarm. Diese blöden Figuren. Hier ist ja noch einer. Wir waren doch schon fertig mit euch. Kommen die wieder an. Hier war doch gerade wieder jemand zu hören. Voll in die Pfütze gefallen, super. Perfekt gelandet, hätten auch reinfliegen können. Hört damit auf. Das Metall nehmen wir jetzt nicht mit. Ja, naja, ich fahr mal ein Stück weiter. Wir gucken uns mal das da an. Mehr sehen wäre cool.
Kann das sein, dass es unterirdisch ist? Kleine Travo-Station, oder? Ja, wirkt so. Hier sammle ich nichts ein. Außer das hier. Die sind so doof. Kommt man eher mit einem Gyro besser hin, schätze ich. T-Kreuzung ist die Mission, die Schatzsuche. Das Radio in Sprung. Wollte reparieren. Normalerweise will ich einsteigen und dann wird erstmal repariert, aber naja. Heute mal genau anders. Jetski. Falscher war nicht drin. Nicht über die Leertaste. Liebe unter der Piratenflagge, geschlossen, betreten, verboten. Die Lizenz für den touristischen Betrieb der Calavera-Höhle wurde aus den folgenden Gründen entzogen. Merkt halt. Gefährliche historische Schmuggelware, die im Geschenkeladen verkauft wurde, führte zu mehreren katastrophalen Todesfällen vor Ort. Zuwiderhandeln wird strafrechtlich verfolgt. 7. Mai 2009. Das war in dem Souvenirladen. Das ist ganz schön lange geschlossen. Irgendein Märchen über Piraten. Trotzdem, vielleicht gibt's was zu holen. Arr. Das klingt seltsam nach. Willkommen auf Yara! Yara! Nicht schlecht. Na. Es muss einen Weg da reingeben. Über da hinten. V.
Vorladung wegen zivilrechtlicher Klage an Jay Juan, Eigentümer von Führungen durch die Schädelhöhle. Gegen sie wurde Anklage erhoben wegen Verkaufs illegaler Gegenstände an Minderjährige, Totschlag und Körperverletzung aufgrund von Verletzung der Sorgfaltspflicht. Sie werden hiermit vorgeladen, vor dem Provinzgericht Yara in der Stadt Esperanza am 31. Oktober zu erscheinen. Im Falle des Nichterscheinens gilt automatisch das in der Klage geforderte Strafmaß Justizangestellter. Hier sind offenbar die Toiletten, da dürfen wir aber nicht rein. Nicht wieder irgendwo runterfallen, das hatten wir erst. Komische Touristenattraktion, wo man selbst klettern muss. Na, vielleicht ist das nicht so gewollt. Hier ist vielleicht was zusammengerutscht. Schiffchen. Wie ist das denn hier reingekommen? Die Frage habe ich mir auch oft bei Tomb Raider gestellt. Wie sind teilweise Sachen da reingekommen? Warum hat man die da drin gebaut? Von oben reingefallen ist es ja auch nicht. Oh, das war knapp. Runterkommen ist einfach, hochkommen wird wieder schwierig. Geht natürlich wieder nicht. Wir hier warten wilde Tiere. Vergammelter. Kletterhaken einsetzen ist auch nicht drin. Geiseln. Was, da liegt was? Oben drauf? Ah, okay, noch da. Krudes Gekritzel auf zerfledderten Pergament. 10. Juni 1694. Ist schon ein bisschen älter. Geht das die ganze Nachricht über so? Mein liebes Erz Ignacio Eji. Irgendwie bekannt von der restliche Text sieht in Ordnung aus. Na, wobei, doch. Euer Hochzeitsantrag war mir sehr willkommen und das Essen und der Whisky und der Wein und der Rum und das Messerwerfen haben mein Herz gewonnen. Doch in Wahrheit, ich hatte schon immer gewusst, dass es so kommen würde. Was ich nicht gewusst habe, war, dass euer schönstes Geschenk an mich, was ihr, wie ihr es nanntet, nicht die Petita Morcanone sein würde. Sondern ein Kind. Ich brauche kein Kind, weder jetzt noch Sondermaß. Aber ich brauche Gleichheit in unserer zukünftigen Ehe.
Ich bat darum, dass wir uns die Schädelhöhle als unser Zuhause teilen. Ihr sagtet nein. Ich bat darum, die Kanone von diesem Admiral aus Barbados zu teilen. Ihr habt nur geflucht. Geflucht! In der Ehe müssen wir Partner, keine Widersacher sein mit EA. Naja, gibt andere Probleme. Was euer ist, ist mein. So sieht es das Ehegesetz vor. Als Partner bedeutet das, dass ich meinen Auftrag aufgeben kann. Euch in mein Gewahrsam zu nehmen und euch dem knochigen Löwen vorzuwerfen. Dem Löwen von England selbst. Wenn ihr mein liebender Gatte seid. Vor unserer Hochzeit müssen wir eine Übereinkunft treffen. Wir müssen beide als Kapitäne eines Schiffs herrschen, in dem wir beide la petite mort besitzen. Eure Verlobte, die euch liebt, solange sie atmet, bis zum Tod, Gwen, die nicht gut schreiben kann. In der Flaschenpost wird schon sagen, da ist so eine Flasche, ja, aber... Das war's, da wird man, denke ich, nichts anderes machen können. Wir sind gefühlt aber gerade sehr weit weg von der Truhe. Von da sind wir gekommen. Und dann war hier eine Station. Wie kommen wir darüber? Ich dachte schon darüber laufen, aber das war nicht drin. Das Problem hier ist, hier kommen wir nicht mehr rüber. Doch. Hier wird es jetzt aber schwer. Das wird nichts. Zumindest nicht so einfach. Mir sowas von ab. So viel dazu. Was haben wir denn jetzt schon wieder gesehen? Nur baden gehen? Okay. Hier kann man nicht mehr raus. Dass man bloß was zum Lesen bekommen, das war's.
hinschwingen können wir uns damit auch nicht. Uiuiui. Bin mir absolut unsicher. Ich brauche gerade gar keine Orientierung mehr, gar kein Gefühl mehr für. Wir müssen jetzt auf Höhe X. Aufgrund der Erosion wird die Kanone während der Tour nicht abgefeuert. Leitung der Schädenhöhle. Ich habe gar kein Gefühl mehr, auf welcher Höhe wir gerade sind im Vergleich zum Schatz, zur Schatztruhe. Stichwort. Wir müssen wohin? Waren das Bandidos, die gerade irgendwas geschafft haben? Was war das jetzt für ein Geräusch? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause. Weiterkommen, ja. Weiß noch nicht wie. Na, wir werden schon irgendwie wieder rausfinden und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schmeißt irgendjemand mit Flaschen. Und tschüss.